Haben die was gesoffen, oder? Jetzt ganz im Ernst. Was haben die da? Haben die irgendwas genommen gehabt? Zufällig oder sonst irgendwas? Aber 200! Tja, für die Leute, die was dann 300, 310 sind, 305, sagen wir so mal, ist es ja nicht mal irgendwie annähernd eine Herausforderung. Ha. Was weg ist er? Oh, nette kleine Minischubdüsen. Auf ganz lieber Basis. Ich hätte sogar gesagt. Oh, viel. Ja. Irgendwann mal. Schaffen wir das hier. Jetzt sowieso gesagt, dann später. 274 davon. Oh, ich glaube mal 10 höher. Perfekt. Ah, wenn wir's. Wenn die Story durchgespielt haben, können wir ruhig dann zum Turm reisen und passt schon. Angeblich soll ja die Story, weil ich spiele es ja erst 2 Tage danach, also nach Release des DLCs. Weil ich erst jetzt auch die Zeit dazu gefunden habe und so. Und ich mache mir da überhaupt keinen Stress oder sonst irgendwie, aber sollen circa 2 Stunden betragen und soll jetzt nicht wirklich viel Content haben, Leute, aber das werden wir uns natürlich selber eine Meinung bilden können über das DLC, das werden wir uns sowieso, derweil wirkt es relativ geil gemacht und so, natürlich bemühen sie sich und so alles und dann jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie der Weg ist. Da ist er, da. Voll Schutz, Leute. Ich jetzt. Ja, wow, gleich mal komplett verwirrt. Yay! 2 Stunden soll lang die Story sein, mit alles drum und dran. Ah, kommt drauf an, wie man sich halt Zeit lässt, wie man halt quasi den Gegner besiegt und so alles. Da spielen so viele Faktoren mit, wie schnell man jetzt die DLC-Story da durchgespielt hat. Aber eigene Meinung bilden, zackig, ist immer so ein bisschen so mein Motto. Man muss immer schauen, auch scheiß auf Kritiken, sonst irgendwas bei Filmen. Teilweise, ja, man will ja schon irgendwie zum Beispiel einen Lieblingsfilm, Justice League zum Beispiel oder so. Ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber muss ich ja wissen. Wie die Kritiken davor ausfallen und dann schaue ich mir trotzdem an. Während der Roten Schlacht untersucht. Hier gibt es keinen Tempel. Nur einen alten Funkturm. Gott vertrauen, Ikora. Tja, vielleicht ist ja der Funkturm ein Tempel, wer weiß, nur getarnt, wunderschön. Tja, Mam, man kann nie wissen, man kann ja nie wissen. Digi, 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 schlug meine Faust. Oh Mann. So, next. Jetzt gibt's ja auch irgendwas Waffenstufe, bla bla bla, Waffenprestige, bla bla bla, irgendwas mit Waffen und irgendwas mit einer Stufe oder sonst irgendwas, Level Cap oder irgendwas wurde ja irgendwas hier wieder gesehen für ein Upgrade. Genauso leidenschaftlich wie Bruder Vance? Du meinst wohl fanatisch. Ja, sie befolgen Osiris Anschauung. Sie kannten diesen Mann nicht so gut wie ich. Doch sie sind unsere beste Chance, Sagira wiederzuholen. Oh, Loot, Alter! Ein neues Ärmchen, super. Ja, das kann man auch nach der Mission. Okay, ja, machen wir uns selber mal. Yes. Kann man ja sowieso dann nach der Story dann anschauen und so. Ob da jetzt was richtig Geiles dabei rauskommen ist, wenn nicht, dann nicht. Macht ja auch nichts. Oh nein! Natürlich ein paar gepanzerte müssen natürlich auch dabei sein. Schichtentypen, besser gesagt. Unsere Schichten ein ist, die so geil sind auf Schicht. Die dürfen ja natürlich auch nicht fehlen, das ist definitiv. Nein, das ist besser. Da ist der nicht zwar. Der wird gleichzeitig. Trotzdem. Quasi im Prinzip die alte Leier, alte Gegner, nichts Neues. Wirkt derweil nicht so reizend, muss ich ganz ehrlich sagen. Reizt mir nicht unbedingt. Natürlich, neuer Content muss gespielt werden, Leute. Ich habe leider wirklich nur die Befürchtung,
Das ist eine kleine Angst, muss ich sogar ehrlich dazu gestehen. Mag ja relativ sehr Destiny und so alles drum und dran. Natürlich könnte es dann für den einen oder anderen langweilig werden, nach der, wenn man da jetzt so viele Folgen dreht oder sonstiges, aber irgendwie müssen sie auch für den Let's Player irgendwie Spaß machen, auch wenn man jetzt vielleicht allein spielt. Und wenn da nicht verschiedener Content da ist oder immer nur der gleiche oder so, wird das einfach etwas langweilig. So, ich bin so ein Spieler, wenn ich das allein spielen würde, privat, ich würde einfach nicht denken, einfach nur spielen, grinden, zack, 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 so viele Tokens wie möglich sammeln und so. So ist es bei mir. Also wenn ich privat spielen würde, ich muss aber auch dazu gestehen, ich tue sehr wenig privat spielen. Also ich tue fast nur noch, ich sag mal, 90%, was ich zocke, tue ich eigentlich Let's Play. Das andere ist eigentlich nur vom 3DS. Pokémon oder so, Pokémon. Und der Rest, ja, interessiert mich eigentlich erst dann, wenn ich Let's Play, weil wenn ich Let's Play, dann habe ich dann auch viel mehr Spaß dabei. Und wenn ich Let's Play, dann ist ja auch da noch diese Überraschung, wenn ich das Spiel schon durchgespielt habe und ihr nicht dabei seid und ich mich da nicht, dann kriege ich so vor, ja, wow, ich habe schon zigmal gespielt, wow. Aber wenn es wieder so ein Spiel ist wie The Last of Us, was ich schon seit Monaten nicht mehr gespielt habe, das ist dann wieder natürlich was ganz was anderes wieder für mich, was ganz geiles Highlight. Tauschen, die hier draußen leben. Osiris würde das als Prüfung bezeichnen. Wenn seine Anhänger hier nicht überleben können, dann waren sie es sowieso nicht wert. Oho. Der ist aber nett. Scheiß da, verklär auf die. Ja, die haben nicht. Was war das jetzt, oder bist du eben? Holy shit. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Na warte, den Schichtentypen müssen wir da nochmal erledigen. Genau, perfekt. Hat er da eh nichts droppen lassen, genau. Passt. Ja, sollte lieber doch mal. Besser hin und wieder mal zweimal schauen. Weil Loot ist immer geil. Loot ist immer geil. Braucht man immer, kann man immer gut gebrauchen. Und wer weiß, vielleicht kommt ja was richtig Nices dabei raus, was ich ehrlich gesagt jetzt nicht so allprächtig glaube, weil dabei habe ich nur blaue Sachen gekriegt. Ja, dann machen wir halt oben so ein paar Schüsse, genau. Oben irgendwann werden wir da schon was treffen, damit wir ja schon überhaupt durchfahren können. Machen wir einfach eh gleich alles kaputt. So, braucht natürlich das Gefährt schon selber. Ja, das alles steht da noch. Naja, vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht wollen wir da beim nächsten Mal ja wieder durchfahren und so, und dann geht es plötzlich nicht mehr oder so. Weil wir schon wieder die Dinge haben und dann wollen wir wieder durchfahren und dann wieder und dann wieder und dann. Ja, gehen wir ja eigentlich im Prinzip nur rein. Außer das Problem ist jedes Mal, ja, das ist dann weiß. Ah, dann geht man einfach halt rundherum oder so. kann man ja auch machen. So, natürlich die ganze Zeit unseren Gefährt auf fauler Hund mäßig so. Wir wollen uns nicht bewegen, scheiß drauf. Es ist wirklich nur ein Funkturm. Und die Gefallenen waren zuerst hier. Das ist ja davon, wenn man an Osiris glaubt. Naja, mal abwarten. Vielleicht ist es ja nur alles Tarnung und Täuschung oder so, wer weiß, man kann ja nie wissen. Osiris war ein guter Mann, ein sehr guter, da muss man natürlich ein bisschen auch Vertrauen haben in ihm. So, jetzt stirbe endlich da oben, Alter, Wahnsinn. Ja, du beweg dich nicht zu schießen, du Schicht, nein, warte, es brennt, oder es explodiert, wegen dich explodierst du Arschloch, oder auch nicht. Panikattacke, nice! Absichtliche Panikattacke ausgeführt. Servus, Alter. Servus. Stirb. Einmal Banker, deine Mutter, Alter. Okay, leider nichts eingesammelt. Oh, 29 kann man mitnehmen. Scheiß die Wand auf, Alter. Hi! Steh ich gerade bei irgendwas? Und Elfie! Oder weiter runter, wie oder wo auch die Gegner sind. Kein Problem, Marcel. Erst du wirst mich doch wohl verarschen, du kleine Missgeburt.
Digga, das kannst du... Digga, das kannst du ja nicht machen. Das ist ja... Das geht doch nicht. Passt. Passt. Ah, mal, ich hoffe, der große Smilegang. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber wunderschönes Hexi-Sexy-Zeichen da am Start. Und auf. Und schauen vielleicht so weit, wie es geht, rauf. Oder ich täusche mich halt natürlich wieder und wir müssen ganz weit runter, aber... Ja. Ja, ganz weit runter, aber Hauptsache wir haben alle gekillt. Ja, das ist immerhin etwas. Ah. Tja. Na dann. Mal rein mit uns. Loot? Loot? Vielleicht Loot? Da haben wir schon Gefolgsleute von der Sirius. Also, glückliche Menschen, die mir so einfach so nicht gezwungen hat, natürlich nicht mit irgendeiner Hex-Hex-Magie. Weil, wenn man ganz ehrlich sein soll, wirkt das richtig nach einer Sekte. Definitiv Sekte, schaut euch den Scheißdreck hier an. Wir sind zu spät. Ja, was sind die zu spät sein? Ja. Okay. Ja, alles wird meier und kann halt mal passieren. Lass mich das mal näher anschauen. Das ist stark modifizierte Vex-Tech. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich will mal was versuchen. Ui. Gleich mal ganz weit weg. Was? Geht da vor sich. Digga! Update oder was? Update läuft, Update, Upgrade! Wer, du hast mich gerade ernsthaft in eine komische Maschine gesteckt, die du noch nie gesehen hast? Wer macht denn sowas? Sagira. Ikora, wunderbar. Bin froh, dass es dich noch gibt. Wir müssen los, sofort. Osiris steckt ganz schön in der Klemme, wie immer. Und ich muss... Warte, wo sind wir? Wer bist du? Ach, egal, wir müssen zu Merkur. Und keine Sorge wegen deinem Geist. Wir teilen gerade. Er kommt zurück. Oh. Okay. Viel Spaß mit ihm, in ihm. Wie man das auch erklären möge, ja.